So, in dieser Aufgabe geht es erneut um eine vollständige Induktion, diesmal mit einer ganz anderen Aussage, nämlich dass wir so eine tolle Summe haben, und die ergibt auch eine wunderschöne Zahl. Ja, okay, also, wie schon gehabt, bei der Induktion fangen wir immer mit dem Induktionsanfang an und wir müssen immer gucken, was ist die kleinste Zahl. Das ist hier n gleich 1. N gleich 1 ist die kleinste Zahl. Dann gilt. Ja, bei so einer Gleichheit gucken wir sich einfach eben halt für n gleich 1 die Zahlen an, die da einfach rauskommen. Also Summe k gleich 1 bis 1, 1 durch k mal k plus 1. Was ist das? Das ist nichts anderes als 1 durch, es ist ja genau ein Summand. 1 mal 1 plus 1. Da kommt also raus 1/2. Jo, und das ist die linke Seite. Das ist die, jetzt gucken wir uns die rechte Seite an. 1 minus 1 durch 1 plus 1 ist 1 minus 1/2. Das ist natürlich auch 1/2. Das heißt, das stimmt. Der Induktionsanfang ist richtig. Und wir müssen uns jetzt also die Induktionshypothese gönnen. Die Induktionshypothese ist, sei die Behauptung. Für ein beliebiges, aber festes n. Aus den natürlichen Zahlen bewiesen. So, jetzt kommt dann der Induktionsschritt. Ja, also von n nach n plus 1. Und da schreibe ich ja immerhin, was eigentlich zu zeigen ist. Zu zeigen ist, ja, die Aussage, die wir vorher hatten, die da oben, nur mit n plus 1. Summe k gleich 1 bis, und jetzt habe ich mir ja angewöhnt, immer halt n plus 1 in Klammern zu schreiben, aus Sicherheitsgründen. 1 durch k mal k plus 1. Und das soll dasselbe sein wie 1 minus 1 durch n plus 1 in Klammern plus 1. So. Ja, diese Sache, diesen Ausdruck können wir sofort vereinfachen. Das ist einfach 1 minus n plus 2. 1 minus 1 durch n plus 2. Ja, okay. Also, jetzt geht es darum zu beweisen, dass das da das ist unter der Voraussetzung, dass wir diese Behauptung haben für n gleich für ein gewisses n. Das heißt, wir glauben, dass das wahr ist. Das hier ist gerade unsere Induktionshypothese. Ja, die sagt, diese Formel ist gerade wahr für ein bestimmtes n. Und jetzt müssen wir das zeigen für n plus 1. Also müssen wir diese Gleichheit zeigen. Okay, wir fangen einfach mal stumpf an. Summe k gleich 1 bis n plus 1. 1 durch k mal k plus 1. Das ist, jetzt kommt so ein Standardtrick, man schmeißt einfach den letzten Summanden raus. Summe k gleich 1 bis n. 1 durch k mal k plus 1. Und jetzt muss man noch den letzten Summanden, den man gerade rausgeschmissen hat, explizit hinschreiben. Ne? Der darf ja nicht verloren gehen, weil sonst stimmt das hier mit der Gleichheit nicht. Also, was ist denn der letzte Summand? Da ist k gleich n plus 1, das heißt n plus 1. Achtung, in Klammern natürlich. Mal n plus 1. In Klammern plus 1. Und im Zähler steht einfach nur die 1. So, gut. Jetzt kommt meine Induktionshypothese. Wegen der Induktionshypothese kann ich hier schreiben, dass dieser Krempel hier nichts anderes ist als 1 minus 1 durch n plus 1. Das ist meine Induktionshypothese, die wir ja hier oben hatten. Wir hatten in der Induktionshypothese angenommen, dass diese Gleichheit gerade mal gilt. So, und deswegen nutzen wir die hier auch aus. Plus, und jetzt müssen wir uns diesen Summanden hier angucken. Ja, das ist n plus 1. Hoppla, das ist ein bisschen verschmiert hier. N plus 1 mal n plus 2. Gut, naja. Dann versuche ich das mal alles aufeinander zu bringen hier. N plus 1 mal n plus 2. Alles auf einen Hauptnenner. Hoppla, soll auch ein 2 sein.
Dann habe ich hier die 1. Wenn ich das auf den Hauptnenner bringen will, dann ist es einfach n plus 1 mal n plus 2 minus. Jetzt habe ich das hier. Wenn ich das auf den Hauptnenner bringen will, dann muss ich einfach minus n plus 2 hinzuschreiben. Und das ist schon auf dem Hauptnenner. Ich bleibe also die 1. Wunderschön. Jetzt kann ich das einfach mal ausrechnen und gucken, was da passiert. Also der Hauptnenner bleibt gleich, n plus 1 in Klammern mal n plus 2 in Klammern. So, das multipliziere ich einfach mal aus. Das ist n Quadrat plus 3n plus 2 minus n minus 2 plus 1. Ich habe diese Klammer mal aufgelöst. Ja. Gucken, was passiert. Dann steht hier n plus 1 im Nenner und n plus mal n plus 2 im Nenner. Und hier habe ich n Quadrat plus wie viel n habe ich denn jetzt hier? Jetzt habe ich hier 2n. Und hier habe ich plus 2, minus 2, plus 1 macht plus 1. Ja. Und jetzt sind wir ja alle Freunde der binomischen Formeln und wissen, hey, wow. Da habe ich mich versehen, das ist minus n, das ist wieder plus 2n. Das ist ja hier n plus 1 zum Quadrat geteilt durch n plus 1 mal n plus 2. Wenn ich das ausrechne, kommt da raus, das heißt, ausrechnen, was heißt, ich kürze besser gesagt, ich kürze hier einfach einmal n plus 1, kommt da raus n plus 1 durch n plus 2. Toll. Jetzt habe ich rumgerechnet, rumgerechnet, rumgerechnet und kriege nicht das raus, was ich haben will. Nämlich da hier steht ja was anderes. Ja, muss man jetzt keine Panik kriegen, sondern einfach mal gucken, ob man das nicht irgendwie umschreiben kann. So, man schreibt das einfach um, indem man Folgendes macht. Ja, n plus 2 im Nenner. Und ich will damit Gewalt 1 haben. Also schreibe ich mir an, n habe ich ja. Aber ich möchte plus 2 haben. Plus 2, minus 2, plus 1. Ja, das war mit brutaler Gewalt eine plus 2 eingebaut hier. Ich habe hier mit brutaler Gewalt eine plus 2 eingebaut. Was dann rauskommt ist, juhu, ich kann das kürzen, auseinanderziehen. Das heißt, ich habe n plus 2 durch n plus 2 minus oder plus und dann minus 2 plus 1 durch n plus 1, n plus 2. Und wenn ich jetzt noch irgendwie kürze, dann steht da plötzlich 1 minus 1 durch n plus 2. Und das ist genau das, was ich haben wollte. Also ist alles gut. Okay, das war so ein weiterer Induktionsbeweis.